So, wir sind hier zurück. Wir haben hier unsere Fahrer im Visier und sehen hier nochmal, was wir für sie zahlen müssen. Ja, dann würde ich sagen, momentan sind die Fahrer sehr unglücklich. Hier sehen wir übrigens die Fahrergeschichte. Und da sehen wir schon, er ist bei Renault gefahren und ist jetzt bei uns. War bei Renault 14. und ist jetzt momentan 16. Ich wäre ehrlich gesagt bei Renault geblieben. Jetzt gucken wir mal für ihn einen Aufstieg. Definitiv. Und ja, leider können wir das. Kann man das für alle Fahrer sehen? Ich weiß es gar nicht. Das würde ich jetzt gerne mal rausfinden wollen, denn momentan muss man sagen, oh, hätten wir den neuen Fahrer genommen, ne? Unglaublich. Der ist ja gar nicht so schlecht vom Manor. Achso, nee, sehen wir gar nicht. Ja, ich war bei Alter. Ich wollte gerade sagen 18, aber das ist ja sein Alter. Also alles okay, alles im grünen Bereich. Ist noch unbekannt. Es gibt wieder zwei Junge hier. Hier gibt es sogar 2 Jahre. Miller hat sich 2 Jahre bei Toro Rosso verpflichtet. Kann man da irgendwie, warum kann ich das nicht da öffnen? Das wäre noch cool, wenn ich das da auch sehen könnte, diese History. Das wäre noch statistisch sehr interessant, würde ich sagen. Gut, wir haben eine kleine Auswahl halt und müssen da Vorlieb nehmen und unsere Fahrer wollen auch eigentlich momentan nicht mal bleiben. Gut, wir haben genug gequatscht, wir können uns hier nichts leisten, haben 8 Punkte, brauchen 28, das wird noch ein bisschen dauern. Wir machen Rennen 2, Großpreis von Bahrain und Action. Gucken mal, wo wir da abschneiden. Oh, da hat sich jemand gedreht. Alonso ist ganz hinten. Ach, hey, hier sieht man es ganz weit zurück hier. Also für Alonso ist das Qualifying gelaufen und wir sind, naja. Also Alonso ist knapp letzter geworden. Hat sich noch gut gefangen. Wir sind 18. und 20. wieder mal. Ein Platz von Alonso quasi profitiert und Alonso ist knapp letzter. Und auf Pole Position ist Vettel gefahren. Ganz knapp mit 118.000stel vor uns YouTuber. Ich würde jetzt hier nichts weiter verändern, außer dass er ein bisschen eher kommen darf. Und er hier ein bisschen später kommen darf. Und dann starten wir mal. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Es ist alles offen. Wir können erstmal vorne mitfahren. Und Herr Wehrlein, also wir meine ich Miller, also ich musste mich daran gewöhnen, dass da jetzt Magnussen ist. Aber wer blockiert uns da? Wir gucken mal kurz. Gutierrez. Gutierrez blockiert uns. Das heißt, wir erlauben ihn jetzt hier mal ein bisschen schneller zu fahren, dass er da auch wirklich mal an Gutierrez vorbeikommt. Und dann wieder Normalspeed. Denn der hat schon ordentlich aufgehalten. Und dann sind wir 17. Ja, damit gewinnen wir natürlich auch keine goldene Ananas, das ist klar. Aber wir können zumindest frei fahren, denn der hält schon ein bisschen auf da. Hat vielleicht einen schlechten Reifensatz, das kann durchaus sein. Und wir müssen gucken, 12. Runde. Vielleicht sollten wir die Strategie auch wechseln, wenn wir gut sparen können. Oh, da hat sich jemand gedreht. Erstens Alonso, zweitens Hülkenberg, Safety Car. Und Alonso ist immer noch hinten. Das Safety Car kommt. Hülkenberg ist sogar rausgefallen, leider ganz. Ja, kommt ein bisschen früh das Safety Car. 20 Sekunden hatten wir Rückstand. Da ist die Frage, viel haben wir da ja nicht gewonnen. Safety Car kommt auch wieder rein. Wir haben mit 7 Sekunden gewonnen. Ja, nett, aber hilft uns jetzt auch nicht wirklich viel weiter. Wie gesagt, das Safety Car fährt jetzt rein und wir können wieder frei fahren dann. Wir sind auf 17 und 18. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Spannung drin. Und hier müssen wir aufpassen. Alonso wird an uns vorbeigehen. Den brauchen wir nicht aufhalten. Alonso können wir nicht aufhalten. Und ich bin auch mal sehr gespannt, was Alonso am Ende für einen Platz einnimmt. Ob der überhaupt. Eigentlich müsste der in die Punkte kommen. Alonso müsste in die Punkte kommen. Es würde mich wundern, wenn Alonso nicht in die Punkte kommt. Und hier hält uns Palmer auf. Aber wir kommen etwas eher zum Stopp, haben dann frischere Reifen und können dann so profitieren. Wir schauen mal, wir schauen mal. Ich würde mir schon wünschen, dass wir hier. Oh, jetzt greift Alonso an. Jetzt greift Alonso an und wird vorbeigehen.
Aber auch der wird an Palma erstmal hängen bleiben. Da ist dicht hier. Die fahren nebeneinander quasi. Palma und Perez machen gemeinsame Sache. Und da kann man halt nur hoffen, dass jetzt der Boxenstopp, der vorgezogene, irgendetwas bringt. Wir können auch gar nicht mehr mithalten jetzt. War doch Runde 12, der müsste jetzt reinkommen. Genau, wir kommen jetzt rein mit Fahrer Nummer 1 und die Fahrer sind sehr eng beieinander. Auch natürlich durch Safety Car, aber generell muss man auch sagen, wer allein fährt mal ein gutes Rennen hier. So, wir fahren in die Box, sind letzter. Und wir werden jetzt Eriksen überholen. Und dann auch schon Haryanto. Und wir haben Alonso überholt und vor uns ist Perez. Das mit Perez ist ärgerlich. Und Wehrlein ist 16. Also das mit Perez ist ärgerlich, muss man sagen. Das ist das Problem. Nichts anderes ist ein Problem hier. Wunderbar, wir kommen an Gutierrez gut vorbei. Der hat letztes Mal ja so blockiert. Der war auch noch nicht in der Box und wir sind nur 20. Also das ist, Wehrlein kommt jetzt erst rein. Warum auch immer so spät, ich weiß es nicht. Wehrlein an Gutierrez vorbei. Und da vorne kommt der neue Kollege. Pranana oder wie der hieß. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ja, den haben wir auch wohl. Platz 18. Ich glaube, das ist hier das Maximum. 18 und 20. Puh, das wäre ein bisschen enttäuschend. Das wäre enttäuschend. 18 und 19 sind es jetzt. Also das wäre schon ein bisschen enttäuschend. Das muss man schon ehrlich sagen. In Runde 28 ist erst der nächste Stopp. Er sogar erst in Runde 31. Und da ist Herr Miller, unser alter Kollege. Der fährt mal an uns vorbei und Sainz auch. 16 und 17, beziehungsweise 16 und 18, gleich 16 und 19. Ja, da ist wirklich die Frage, was macht man da richtig und was macht man falsch? Wie gesagt, strategisch gesehen wird es schwer. Strategisch gesehen, oh, da hat sich Massa gedreht. Massa hat sich gedreht vor uns. Hier ist er. Wir können den vorne nicht folgen. Wir sind an Limit. Miller geht auch an uns vorbei. Und auch Sainz geht vorbei. Also wir werden am Ende wirklich 18. und 19. werden. Das ist ein bisschen. Ich habe es mir anders gewünscht. Sagen wir es mal so. Realistisch waren natürlich viel bessere Platzierungen als die vorigen nicht. Perez ist in der Box. Wir fahren auch gleich in die Box. Und wir haben gleich Runde 30 und es hat noch keiner Rückstand von uns. Wobei das Safety Car da natürlich eine kleine Rolle spielt. Jetzt nichts Wildes, aber eine kleine Rolle zumindest. Und wir müssen mal gucken, ob wir da nicht eventuell. Wir könnten ihn noch als Blocker nehmen, aber das mag ich nicht so gern. Ob wir da eventuell nochmal irgendwie in der Saison was tun können, um Richtung ja, WM zu gehen. Wir haben Perez hinter uns, also Richtung WM-Punkte. Ich befürchte, wir werden fast weniger Punkte haben als letzte Saison. Einfach aufgrund der Fahrer. Man sieht hier, das geht ratzfatz und verliert er Plätze. Hier der neue Kollege, wo wir nicht wissen, wie stark der ist. Und du musst da jetzt auf jeden Fall vorbei. Also du hast da keine Zeit, dich mit denen rumzuplagen. Sehr schön. Also Magnussen muss da einfach auch mal attackieren. Und kann nicht immer nur mitfahren. Wie sieht's vorne aus? Was macht unser YouTube-Fahrer nur auf Platz 5? Die WM-Führung ist damit auf jeden Fall hin. Und Rosberg? Wo ist Rosberg? Wo ist Rosberg? Ach, der ist gerade ausgefallen. Da habe ich nicht aufgepasst. Und jetzt wird sogar Magnussen überrundet. Ja, selbst Magnussen wird überrundet und ist momentan im Team ja auch ein bisschen unglücklich. Wir müssten mal gucken, ob wir da nicht, wenn jetzt Safety Car kommen würde, das wäre ein Traum. Wir wären sofort wieder dran, zumindest mit einem Fahrer.
Aber leider ist der Traum vorbei. So, einige fahren gerade nochmal in die Box. Hier haben wir auch nochmal Miller. Wir brauchen ihn ja auch nicht aufhalten. Es wird nichts bringen. Also unsere Platzierungen sind 17, 18. Aufgrund des Ausfalls von Hülkenberg und Rosberg haben wir zwei Plätze gewonnen, würde ich sagen. Es ist ein bisschen ernüchternd. Es ist wirklich ernüchternd und man wünscht es sich ja wirklich anders. Aber die Realität sieht halt nun mal so aus. Und die Teamkollegen, hier sehen wir sie auf einer Geraden, sind recht eng zusammen. Dafür, dass Miller auch eine etwas andere Strategie fährt, die ein bisschen Nachteil auch für ihn hat. Magnussen, jetzt, wenn das Safety Car kommen würde, es wäre ein Traum. Magnussen wäre sofort wieder dran. Hier habe ich mich echt verschrieben, dass ich da Kack geschrieben habe, statt Mack. Ja, Hamilton, man sieht, wie schnell der ist. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja, ein sehr, sehr, sehr enttäuschendes Ergebnis wird das werden. Wieder einmal. Nein, enttäuschend ist falsch, ernüchterndes. Also enttäuschend ist es jetzt nicht, aber es wird ernüchternd werden. Und wir hängen hier schon wieder fest. Das ist ja unglaublich. Der neue Kollege scheint da eher so eine Behinderung zu sein. Wobei wir den jetzt überholt haben. Und jetzt liegt es noch an Wehrlein, ihn vielleicht zu überholen. Es wäre nicht so schlecht, wenn auch Wehrlein wirklich da noch an den Kollegen hier vorbeigeht. Hier sehen wir die beiden. Na, das ist realistisch, dass Wehrlein da noch vorbeigeht. Sehr realistisch. Und nach vorne hin ist bei Magnussen nichts. Wirklich nichts. Die Nummer 11, wenn ich gucke, ist viel zu weit weg. Die ist irgendwo hier drin wahrscheinlich. Und hier sind erst wir. Also wir haben bestimmt 20 Sekunden Rückstand. Und es wird am Ende 17 und 18. Wobei wir halt sagen müssen, wir haben durch zwei Ausfälle profitiert. Ist kein Traumergebnis, aber gut, so ist es halt nun einmal. Und wir müssen gucken, das Beste daraus zu machen. Und er kommt hier nicht vorbei. Vielleicht sollten wir ihn auch kurz erlauben. Ein bisschen mehr Attacke. Ja, und jetzt hat er ihn. Sehr schön. Sehr schön. Geht hier einfach auch um den Punktedurchschnitt bei Punktgleichheit nachher. Das ist auch schon eine wichtige Sache. Auch, dass man solche kleinen Zweikämpfe gewinnt. Wir wissen nicht, ob wir diese Saison Punkte kriegen. Und wir müssen mindestens Zehnter werden. Das haben wir unseren Sponsor versprochen. Die Nummer 9 wird von uns überrundet. Das ist Eriksen. Ja, ein ganz großer Verlierer. Und warum Wehrlein bei uns unglücklich ist, verstehe ich nicht so ganz, wenn ich da auf den Anfang zurückgehe des Videos, denn er hat eine bessere Platzierung bis jetzt oder zwei bessere Platzierungen, als er je in seiner Karriere hatte. Also kann er eigentlich zufrieden sein. So, und das war's. Das Rennen ist beendet. Es hat gewonnen wirklich Hamilton vor Vettel, Kvyat, Ricciardo. Dann kommen erst unser Fahrer, unser YouTube-Fahrer. Und ja, da muss man Hut abnehmen. Also Mercedes hat jetzt zwei Rennen gewonnen und Alonso nur Sechster. Also das ist sehr durchwachsen momentan. Und wir sind auf 17 und 18. Das wären halt 19 und 20 eigentlich gewesen. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Mehr nicht. Und wir schauen uns das hier kurz mal an. Es gibt natürlich Punkte. Wir haben 8 Punkte bekommen. Es wird noch ein bisschen dauern, bevor wir hier eines der Sachen verbessern können. Halten wir uns lange gar nicht mit auf. Hier, Mercedes kann sich schon verbessern, Force India und Haas. Haas ist mittlerweile auf 10 plus 1. Also ich denke mal, sie sind jetzt auf 10 gekommen, verstehe ich darunter. Eieieiei, das wird nicht so einfach werden. Das wird wirklich nicht einfach werden. Und wir sehen, wir haben einen Durchschnitt von 18,0. Ich glaube, wir waren vorher bei 18,5 in der Saison. Ich weiß es gar nicht im letzten Jahr. Ist schon mal eine Steigerung und wir sind auf Platz 9. Wobei wir halt sagen müssen, die anderen Teams werden doch punkten. Haas hat sogar schon 3 Punkte. So, also Haas ist jetzt schon der Gewinner der Saison, kann man so sagen. Ansonsten sieht das sehr ähnlich aus.
Und man muss hier sagen, Ocon führt noch immer vor Hamilton und dann Vettel und Alonso. Also es sind zwei Mercedes vor zwei Ferrari, vor zwei Red Bull, dann ein Williams, der zweite ist ausgefallen, sonst wären wir vor zwei Williams gewesen, dann zwei Force India, zwei Haas, dann der Toro Rosso von den beiden Saubern gesprengt. Also da ist der Herr Miller eher enttäuschend. Ja, ist schon interessant. Wir schauen uns ganz kurz nur interessenhalber die Statistik immer nochmal hier an, wie sich das entwickelt. Und dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle auch das Video. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal zurück seid. Ah, können wir hier das auch? Können wir sehen. Wir hatten 18,3, also wir haben schon minimal verbessert. Ja, wenn ihr das nächste Mal halt hier da seid, würde ich mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!